Erkenntnis des Selbst ist keine Errungenschaft, es ist keine Leistung. Es ist lediglich Erkennen. Das heißt, etwas, das immer da ist, hast du jetzt erst sehen können. Es ist die offensichtlichste Sache. Aber im Moment existiert das Problem, dass alle Instrumente der Wahrnehmung, über die du verfügst, nach außen gerichtet sind. Aber der Sitz deiner Erfahrung befindet sich in dir. Wenn ich das Wort Leben sage, denkst du vielleicht an deinen Beruf, deine Familie, dein Auto, dein Zuhause. Nein, das ist alles Zubehör. Dies ist Leben, ist es nicht so? Für alles, was in dir passiert. Anstatt diesen einen in Ordnung zu bringen, versuchst du, alles um dich herum in Ordnung zu bringen. Es war eine Freude, dir zuzuhören. Unglaublich. Aber meine Frage ist, was kann ich tun, damit ich deine Fähigkeit zur Klarheit erlangen kann? Ehrlich, offen gesagt, sehr wenige Leute, weißt du, sind so, wie du bist. Ich bin sicher, du hast das schon oft gehört. Also, was macht dich so sicher von innen heraus, so offen, ehrlich, wahrheitsgemäß zu sein, mit Klarheit der Ausdrucksweise? Das Problem mit dem Menschen ist im Moment dies. Wir haben eine Welt geschaffen. Wir haben Bildungssysteme geschaffen, in denen wir glauben, dass die Menschen im Wesentlichen alles falsch machen oder in der Schöpfung alles falsch läuft oder die Quelle der Schöpfung oder der Schöpfer macht alles falsch und du wirst das in Ordnung bringen. Das ist eine verdrehte Vorstellung. Statt dem Leben Beachtung zu schenken, entwickeln wir Philosophien und Philosophien und Philosophien. Philosophien sind fantastische Erklärungen zu dem, was nicht erklärt werden kann. Wenn du das Leben kennenlernen willst, musst du dem Leben Beachtung schenken, oder? In diesem Augenblick, stimmen Sie mir zu, gnädige Frau, dass dieser menschliche Mechanismus die hochentwickelste Maschine auf dem Planeten ist. Stimmen Sie mir zu? Sind Sie Ärztin? Ja. Das ist also eine so komplexe Maschine, das ist der Super-Supercomputer, klar? Ich frage, hast du dir die Mühe gemacht, das Benutzerhandbuch zu lesen? Wenn du verstehst, wie dies funktioniert, würdest du wissen, wie man es benutzt. Selbst wenn du ein einfaches Gerät wie ein Telefon nimmst, je mehr du darüber weißt, desto besser kannst du es nutzen, nicht wahr? Du kommst bestimmt aus Indien, du bist definitiv mit dieser Sache über die Erkenntnis des Selbst bombardiert worden. Lass es mich in sehr einfachen Worten sagen, was Erkenntnis des Selbst bedeutet ist. Zuerst, was das Wort Erkenntnis bedeutet. Erkenntnis des Selbst ist keine Errungenschaft. Es ist keine Leistung. Es ist lediglich Erkennen. Das heißt, etwas, das immer da ist, hast du jetzt erst sehen können. Das heißt, du bist dein ganzes Leben lang dumm. Just now you saw it. Erst jetzt hast du es gesehen. Du hast nicht etwas Neues erfunden. Du bist nicht einen Berg hochgeklettert. Nein, du hast gerade die offensichtlichste Sache gesehen, die immer hier war. Du hast realisiert. Also, Erkenntnis bedeutet, du hast erkannt, wie töricht du warst. Alles war genau hier und du hast es nicht kapiert. Also, da gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich, die meisten von euch sind indischer Herkunft. Ich habe das nicht gelesen. Ich muss zugeben, ich habe nie die Gita gelesen, weil es mir nie in den Sinn kam. Es tut mir leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Aber, weißt du, wenn man in Indien lebt, Bruchstücke davon schwirren immer in der Luft herum und es ist... Man kennt viele Bruchstücke davon, aber ich habe es nie wirklich auf irgendeine Art studiert.
Also, als Arjuna in einem bestimmten Moment fragte, was ist das Wesen dieser Wahrheit, über die du sprichst? Wo ist sie? Also Krishna lachte und sagte, die höchste Wahrheit über dein Leben ist auf der Spitze deiner Nase. Jetzt gibt es viele Yogaschulen, die sich intensiv auf ihre Nasenspitzen konzentrieren. Bitte versuch es 2 Minuten lang, du wirst Kopfschmerzen bekommen. Du wirst nicht erleuchtet werden. Was er meint ist, dass es die offensichtlichste Sache ist. Es ist die offensichtlichste Sache. Aber im Moment ist das Problem, dass alle Instrumente der Wahrnehmung, die du hast, nach außen gerichtet sind. Aber der Sitz deiner Erfahrung befindet sich innerhalb von dir. Der grundlegende Sitz deiner Erfahrung ist in dir. Aber alle Wahrnehmungsinstrumente sind nach außen gerichtet. Also wie soll ich das tun? Du musst verstehen, dass für alles, was über das Überleben hinausgeht, wenn es in dein Leben gelangen soll, eine gewisse Anstrengung erforderlich ist. Sagen wir, als kleines Kind wurdest du im Dschungel gelassen, ohne menschlichen Kontakt. Wenn etwas Essbares vor dir erschien, würdest du zuerst deine Ohren probieren, dann deine Nasenlöcher und irgendwie zufällig deinen Mund finden, wäre das so? Du würdest einfach wissen, wohin man es stecken muss, nicht wahr? Also was ich sage ist, alles, was zum Überleben notwendig ist, ist in dir eingebaut. Du bist damit geboren. Die 5 Sinne kümmern sich darum. Aber wenn du etwas mehr wissen willst, musst du dich anstrengen. Zum Beispiel, erinnerst du dich, als du 3, 4 oder 5 Jahre alt warst, musstest du lernen, das Alphabet zu schreiben, dieses verdammte A, wie kompliziert war das? Und dann gab es da auch noch 2 Versionen. Du musstest es 100-mal schreiben, um es zu können, nicht wahr? Aber heute kannst du es mit geschlossenen Augen schreiben. Wenn dieses Streben nicht da gewesen wäre, könntest du heute schreiben, würdest du heute Sprache kennen? Also alles, was über das Überleben hinausgeht, braucht Anstrengung. Ohne die nötige Anstrengung würde es nicht geschehen. Es gibt Möglichkeiten, das Innere von dem, der du bist, wahrzunehmen. Aber leider gab es da kein Bemühen. Nun haben wir diese Technologie zu einer so einfachen, fast wie eine physikalische Wissenschaft gemacht. A plus B ist gleich dies oder 2 Teile Wasserstoff, 1 Teil Sauerstoff, Wasser wird entstehen. Wenn es ein großer Wissenschaftler zusammensetzt, wird nur Wasser kommen. Wenn ein Idiot es zusammensetzt, wird auch nur Wasser kommen. Also haben wir die gesamten Yoga-Sutras so arrangiert, dass, wenn du dies, dies und dies tust, wird das mit dir geschehen. So einfach. Und alles, was ich im Allgemeinen von Leuten verlange, ist etwa 30 bis 32 Stunden konzentrierter Zeit, um ein Instrument zu entwickeln, mit dem sie sich nach innen wenden können. Oh, 30 Stunden sind zu viel. Ich sage, wenn du nicht ein wenig Zeit aufbringen kannst, um herauszufinden, was dies ist, heißt es, dass deine Existenz wirklich wertlos sein muss. Wenn dies wertvoll ist, musst du dem Beachtung schenken, nicht wahr? Wenn du Leben kennenlernen willst, das hier ist Leben. Ist es nicht so? Wenn ich das Wort Leben sage, denkst du vielleicht an deinen Beruf, deine Familie, dein Auto, dein Zuhause? Nein, das ist alles Zubehör. Dies ist Leben, nicht wahr? Aber dem wurde keine Beachtung geschenkt. Deine Idee, das Leben in Ordnung zu bringen, besteht darin, alle möglichen Dinge in Ordnung zu bringen. Dies geschah eines Tages. Shankaran Pillai war auf dem Heimweg. Nein, ich bin noch nicht fertig. Shankaran Pillai war auf dem Heimweg. Es ist 7.30 Uhr abends. Die Regeln zu Hause, die Regeln der Frau sind, um 8 muss er zu Hause sein. Es ist erst 7.30 Uhr, er dachte, es ist noch Zeit. Lass mich noch schnell etwas trinken und dann gehen. Er ging in die örtliche Bar. Er hatte einen schnellen Drink, einen schnellen Drink, einen schnellen Drink und einen schnellen Drink und einen schnellen Drink. Dann schaute er nach der Zeit. Es war 2 Uhr früh. Weißt du, trinkende Leute sind wie Yogis, sie werden zeitlos. Da ist ein gewisser Zusammenhang. Dann ist es spät und er stieg vom Barhocker und versuchte zu gehen.
Es ist so eine ungerechte Welt. Ein Mann muss auf einem runden Planeten laufen. Also ob das nicht schon genug wäre, dreht es sich auch noch. Du merkst, dass der Planet rund ist und sich nur dreht, wenn du ein paar Tropfen mehr getrunken hast. Oder ein paar Tropfen zwischen deinen zwei Ohren fehlen. Entweder bist du betrunken oder dir ist schwindlig. Dann merkst du, dass der Planet rund ist und sich dreht. Sonst denkst du, er ist flach und du kommst gut voran. Also ging er mit großer Mühe seitwärts und versuchte, seinen Weg nach Hause zu finden. Er durchquerte einen Garten und überschlug sich und fiel mit dem Gesicht in einen Rosenstrauch. Sein Gesicht wurde zu einem Desaster. Dann kam er irgendwie nach Hause. Und weißt du, diese Schlüssellöcher sind so winzig, dass er 20 Minuten brauchte, um das Schlüsselloch zu finden. Dann ging er hoch zum Schlafzimmer und dann ging er ins Bad und besah sein Gesicht. Es war ein echtes Desaster. Dann öffnete er den Medizinschrank, entnahm Medizin, Pflaster, Verband, brachte sich in Ordnung und kroch langsam ins Bett. Zum Glück ist seine Frau eine tiefe Schläferin. Er schlief. Morgens um 8 Uhr nahm die Frau einen Eimer voll kaltem Wasser und schüttete es auf ihn. Ah, wassergebadet, wachte er auf und sagte, warum ist es doch ein Sonntag? Sie sagte, du Trottel, hast wieder getrunken? Er sagte, Schatz, vor 6 Monaten habe ich dir versprochen, seitdem habe ich keinen Tropfen angerührt. Sie packte ihn am Hemd und nahm ihn mit ins Badezimmer und zeigte ihm, das gesamte Pflaster war über den Spiegel geklebt. Warum haben Menschen ihre Klarheit verloren? Warum Menschen ihre Klarheit verloren haben, liegt nur daran, dass, wenn es hier irgendein Leiden gibt, denken sie, dass dieser in Ordnung gebracht werden sollte. Wenn sonst was passiert, sollte dieser in Ordnung gebracht werden. Wenn sonst was passiert, sollte dieser in Ordnung gebracht werden. Das tägliche Morgengebet bedeutet was? Zu versuchen, Gott in Ordnung zu bringen. Ja, du versuchst, Gott in Ordnung zu bringen, nicht wahr? Also Tag für Tag, für alles, was in dir passiert, anstatt dieses in Ordnung zu bringen, versuchst du, alles um dich herum in Ordnung zu bringen. Kein Wunder, dass du verwirrt bist. Wir haben den Planeten zur Genüge in Ordnung gebracht, zumindest in diesem Teil der Welt. Wenn du ihn noch weiter in Ordnung bringst, wird kein Planet mehr übrig bleiben. Aber bersten Menschen vor Ekstase? Nein. Also weil Klarheit ging einfach deswegen verloren. Wenn du verstehst, wenn das Leben wirklich schön für dich werden soll, muss dieser hier in Ordnung gebracht werden. Wenn du diese eine Sache verstehst, wird Klarheit in dir aufkommen.